So. Na, da bin ich ja gespannt. Ausschalten, ohne die Kamera irgendwie, weiß ich nicht. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich sitze hier vor der Eisiger IG220. Die habe ich hier an der Stelle angehangen, wo ich das erste Mal einen Baummarder am Tage aufgenommen hatte. Allerdings mit einer Kamera, die keine gute Qualität hatte. Die hier, die hat eine etwas bessere Qualität, vor allen Dingen die Tagesaufnahmen lassen sich sehen. Was mich an dieser Kamera aber immer wieder stört, ist dieser zweistufige Schalter. Ich habe mit diesen Dingern irgendwie ein persönliches Problem. Ich habe die jetzt ausgeschaltet. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Aufnahmen sind noch vorhanden oder lesbar. Gucken wir mal rein. Ach, von K&F Concept. Normalerweise benutze ich ja die Lexar-Speicherkarten, aber hier habe ich die von K&F Concept drin. Die war, naja, okay. Automatische. Problem mit der Speicherkarte. Wollen Sie das Gerät formatieren? Ja, nein. Schön. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Ich kann die Speicherkarte jetzt nicht lesen. Ich werde die hier natürlich jetzt nicht formatieren, sondern mitnehmen und mit dem Laptop auslesen. Ich habe eine ziemlich gute Datenrettungssoftware, Disk Drill. Kostet ein bisschen was, aber sie lohnt sich einfach für genau solche Fälle. Den Link zu Disk Drill kann ich ja mal unten mal reinpacken. Gibt es für Windows, gibt es für Mac. Die Daten, die ich wiederhergestellt habe von der Kamera, die zeige ich euch jetzt natürlich. Oh, cool. Fliegt eine Ente durch den Wald. Fehlt nur noch dieses. Ich lasse die Kamera jetzt hier hängen. Da kommt jetzt eine andere Speicherkarte rein. Natürlich wieder eine. Lexa! Ich hoffe, ich kriege hier noch ein paar vernünftige Aufnahmen zustande. Und ich hoffe, die Kamera. Oh, die Kamera geht gar nicht an. Okay, dann werde ich wohl Batterien einlegen müssen. Und das ist wieder auch was, was mir nicht gefällt. Ich klappe die nach unten auf. Wie soll ich jetzt die Batterien hier reinkriegen? Soll ich die rein teleportieren?
So, ich vermute mal so rum. Das ist sowas Doofes. Grün unten. Grün oben. Mal gucken, ob es so angeht. Ja, war richtig rum. Gut. Speicherkarte formatieren. Testaufnahme. Kann ich die Testaufnahme lesen? Ja. Okay, sie speichert ab. So. Alles, was jetzt noch kommt von der Eisiger IG220, seht ihr in den nächsten Videos, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, lasst euch nicht stechen. Euer Wari. Ciao.